Ich schicke meiner Ausgabe kein Vorwort voraus. Soll es ruhig für sich selbst sprechen. Alles in ihr Enthaltene ist nichts anderes als eine gnadenvolle Erkenntnis der Seele, der ich vom alles erleuchtenden Geist Gottes in Momenten der vertieften Aufmerksamkeit mir selbst gegenüber und der Selbstprüfung besonders beim Gebet gewürdigt wurde. So oft ich konnte, schrieb ich solche gnadenvollen Gedanken und Gefühle nieder. Aus diesen Aufzeichnungen entstanden im Laufe der Jahre nun mehr Bücher. Der Inhalt dieser Bücher ist äußerst verschiedenartig, wie seine Leser sehen werden. Mögen diese selbst über den Inhalt meines Buches entscheiden. Der geistliche Mensch aber urteilt über alles, ihn aber vermag niemand zu beurteilen. 1. Korinther 2,15. Erzpriester Johannes Sergejew. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zum Quell des Wassers, das zum ewigen Leben fließt. Johannes 4,14. Reichlich entdeckst du mir, Herr, deine Wahrheit und deine Gerechtigkeit. Durch die Bildung in den Wissenschaften eröffnetest du mir den ganzen Reichtum des Glaubens und der Natur und des menschlichen Verstandes. Ich lernte dein Wort kennen, das Wort der Liebe, welches durchdringt bis zur Trennung der Seele und des Geistes. Hebräer 4, 12. Ich habe die Gesetze des menschlichen Verstandes erlernt und sein Weisheitsstreben, den Bau und die Schönheit der Sprache. Ich bin zum Teil eingedrungen in die Geheimnisse der Natur, ihrer Gesetze, den Abgrund des Weltbaus und die Gesetze des Weltkreislaufs. Ich kenne die Bevölkerungsdichte des Erdballs, erfuhr von einzelnen Völkern, von bedeutenden Personen, von ihren Taten, die sich zu ihrer Zeit in der Welt ereigneten. Zum Teil erkannte ich die große Wissenschaft der Selbsterkenntnis und des Näherkommens zu dir. Mit einem Wort, vieles, vieles habe ich kennengelernt, so dass das Beste des menschlichen Verstandes mir gezeigt ist. Sirach 3, 23. Und bis jetzt lerne ich noch vieles kennen. Viele Bücher habe ich verschiedenen Inhalts. Ich lese sie wieder und wieder. Dennoch bin ich noch nicht satt geworden. Immer noch dürstet mein Geist nach Erkenntnis. Immer noch ist mein Herz nicht zufrieden, nicht satt und kann durch alle Kenntnisse, die vom Verstand erworben sind, keine volle Seligkeit erreichen. Wann denn wird es satt werden? Es wird satt werden, wenn deine Herrlichkeit vor mir ist. Psalm 16, Vers 15. Bis dahin aber werde ich nicht satt werden. Den, der von diesem Wasser trinkt, von weltlichen Kenntnissen, wird wiederum dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zum Quell des Wassers, das zum ewigen Leben fließt, sagte der Erlöser. Johannes 4, 13-14. Wie sehen die Heiligen uns und unsere Nöte und wie hören sie unsere Gebete? Ziehen wir einen Vergleich. Angenommen, ihr wärt auf die Sonne versetzt und mit der Sonne vereinigt. Die Sonne erleuchtet mit ihren Strahlen die ganze Erde, jedes Sandkörnchen auf der Erde. In diesen Strahlen seht ihr auch die Erde, aber ihr seid so klein im Verhältnis zur Sonne, dass ihr gleichsam nur einen Strahl ausmacht, während es von diesen Strahlen unendlich viele gibt. Durch seine Identität mit der Sonne nimmt dieser Strahl in engster Weise teil an der Beleuchtung der ganzen Welt durch die Sonne. So sieht auch die heilige Seele, indem sie sich mit Gott als der geistigen Sonne vereinigt, mittels dieser, ihrer geistigen Sonne,
die das Weltall erleuchtet, alle Menschen und die Nöte der Betenden. Hast du gelernt, den Herrn eindringlich vor dir zu sehen, als allgegenwärtige Vernunft, als lebendiges und wirksames Wort, als lebensschaffenden Geist? Die Heilige Schrift, das ist der Bereich der Vernunft, des Wortes und des Geistes, des dreifaltigen Gottes. In ihr zeigt er sich deutlich. Die Worte, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben, sagte der Herr. Die Schriften der heiligen Väter, dies ist wieder ein Ausdruck des Denkens, des Wortes und des Geistes in den drei Hypostasen, schon mit größerem Anteil des menschlichen Geistes selbst. Die Schriften der gewöhnlichen weltlichen Menschen, das ist die Äußerung des gefallenen menschlichen Geistes mit seinen sündhaften Bindungen, Gewohnheiten, Leidenschaften. Im Wort Gottes sehen wir Gott von Angesicht zu Angesicht und uns selbst, wie wir sind. Erkennt in ihm euch selbst, Menschen, und geht stets in der Gegenwart Gottes. Der Mensch, wie ihr seht, stirbt nicht in seinem Wort. Er ist daran unsterblich und spricht nach dem Tode. Ich werde sterben, aber auch nach dem Tode werde ich sprechen. Wie zahlreich gibt es unter den Menschen dieses unsterbliche Wort, welches längst Verstorbene hinterließen und welches auf den Lippen manchmal eines ganzen Volkes lebt. Wie lebenskräftig ist das Wort, sogar das Menschliche. Umso mehr das Wort Gottes. Es überdauert alle Zeitalter und wird immer lebendig und wirksam sein. Da Gott aufbauender, lebendiger und lebensschaffender Gedanke ist, so sündigen diejenigen sehr, die mit den Gedanken ihres Geistes sich abwenden von diesen hypostasierten Gedanken und sich nur mit stofflichen, vergänglichen Gegenständen beschäftigen und dadurch ihren Geist verstofflichen. Besonders sündigen diejenigen, die während des Gottesdienstes oder des häuslichen Gebetes sich mit ihren Gedanken völlig abwenden und an verschiedenen Orten außerhalb des Gotteshauses umherirren. Sie beleidigen in stärkstem Maße die Gottheit, auf die unser Denken gerichtet sein soll. Wohin führen Fasten und Buße? Wozu die Mühe? Sie führen zur Reinigung von Sünden, seelischer Ruhe, zur Vereinigung mit Gott, zur Gotteskindschaft, zur Freimut vor dem Herrn. Es lohnt sich, zu fasten und von ganzem Herzen seine Sünden zu bekennen. Der Lohn ist unschätzbar für gewissenhafte Mühe. Haben vielleicht viele von uns das Gefühl der Kindesliebe zu Gott? Wagen vielleicht viele von uns freimütig, ohne verurteilt zu werden, den himmlischen Gott und Vater anzurufen und zu sagen, Vater unser? Ist nicht im Gegenteil in unseren Herzen eine solche Kindesstimme überhaupt nicht zu hören, da sie übertönt wird vom eitlen Getriebe der Welt oder der Bindung an ihre Gegenstände und Vergnügungen? Ist der himmlische Vater unseren Herzen nicht fern? Müssen nicht wir uns ihn als rächenden Gott vorstellen, da wir uns von ihm in weite Ferne fortbegeben haben? Ja, nach unseren Sünden sind wir alle seines gerechten Zornes und seiner Bestrafung würdig. Und es ist seltsam, wie sehr er Langmut gegenüber uns übt, wie er uns nicht abschlägt wie unfruchtbare Feigenbäume. Beeilen wir uns, ihn zu versöhnen durch Reue und Tränen. Lenken wir unseren Blick in uns hinein, prüfen wir mit aller Strenge unser unreines Herz. Sehen wir zu,
welche Menge Unreinheit der göttlichen Gnade den Zutritt zu ihm verwehrt, und erkennen wir, dass wir geistig tot sind. Der liebende Herr ist hier. Wie kann ich denn in mein Herz auch nur einen Schatten von Bosheit einlassen? Möge in mir jede Bosheit vollständig sterben. Möge mein Herz gesalbt werden mit dem Wohlgeruch der Milde, die keiner Bosheit zugänglich ist. Die Liebe Gottes besiege dich, bösartiger Satan, der du uns Schlechtgesinnte zur Bosheit anstachelst. Die Bosheit ist mörderisch für die Seele und den Körper. Sie senkt, drückt, quält. Niemand, der durch die Bosheit gefesselt ist, wage an den Thron des Gottes der Liebe heranzutreten. Wenn wir beten, müssen wir unbedingt unser Herz in unsere Macht bringen und es dem Herrn zuwenden. Es ist notwendig, dass es nicht kalt, falsch, untreu oder in sich gespalten sei. Welchen Nutzen hätte sonst unser Gebet, unser Fasten? Ist es etwa schön, vom Herrn die zornigen Worte zu hören: Diese Menschen sind mir nahe mit ihren Lippen und ehren mich mit ihrer Zunge, ihr Herz aber ist fern von mir. Matthäus 15, 8. Deshalb lasst uns nicht mit seelischer Lähmung in der Kirche stehen, sondern jeder brenne in seinem Geiste, indem er dem Herrn dient. Auch die Menschen schätzen nicht hoch jene Dienste, die wir kalt und gewohnheitsmäßig erweisen. Gott will gerade unser Herz. Gib mir, Sohn, dein Herz. Sprüche 23, 26. Denn das Herz ist das Hauptsächliche am Menschen. Es ist sein Leben. Mehr noch, unser Herz ist der Mensch selbst. Deshalb, wer nicht mit dem Herzen betet oder Gott dient, der betet so gut wie überhaupt nicht, weil dann sein Körper betet, der an sich selbst ohne Seele dasselbe ist wie Staub. Denkt daran, dass ihr im Gebet stehend vor Gott steht, dessen Verstand alles durchdringt. Deshalb soll euer Gebet sozusagen ganz Geist, ganz Verstand sein. Auch nach dem Tode leben die Heiligen Gottes. Oft höre ich in der Kirche, wie die Gottesmutter ihr wunderbares, zu Herzen gehendes Lied singt, das sie im Hause ihrer Verwandten Elisabeth nach der Verkündigung durch den Erzengel dichtete. Ich höre das Lied des Moses, das Lied des Zacharias, des Vaters, des Vorläufers, der Anna, der Mutter des Propheten Samuel, das Lied der drei Jünglinge, das Lied der Miriam. Und wie viele neutestamentliche heilige Sänger erfreuen bis jetzt das Ohr der ganzen Kirche Gottes. Und der Gottesdienst und die Sakramente und die Riten, wessen Geist wirkt da und rührt unsere Herzen? Der Geist Gottes, des Herrn und der Heiligen Gottes. Darin habt ihr einen Beweis der Unsterblichkeit der menschlichen Seele. Wie kann es sein, dass Menschen gestorben sind und nach dem Tode unser Leben lenken? Sie sind gestorben und bis jetzt sprechen sie, belehren, erbauen und rühren uns. Wie das Atmen unerlässlich ist für den Körper und ohne Atem der Mensch nicht leben kann, so kann ohne den Hauch des Geistes Gottes die Seele kein wahres Leben haben. Was die Luft für den Körper ist, das ist der Geist Gottes für die Seele. Die Luft ist in gewissem Maß ein Gleichnis des Geistes Gottes. Der Geist weht, wo er will. Johannes 3, Vers 8.
Wenn eine Versuchung zur Sünde an euch herantritt, so stellt euch eindringlich vor, dass die Sünde den Herrn äußerst erzürnt, der die Gesetzlosigkeit hasst. Denn du bist ein Gott, der die Gesetzlosigkeit nicht will. Psalm 5, Vers 5. Um dies besser zu verstehen, stellt euch einen gerechten, strengen, seine Familie liebenden Vater vor, der sich mit allen Mitteln bemüht, seine Kinder wohlgesinnt und ehrenhaft zu machen, um sie für ihre gute Gesinnung mit seinen großen Reichtümern zu belohnen, die er mit großer Anstrengung für sie vorbereitet hat, und der währenddessen zu seinem Kummer sieht, dass die Kinder als Antwort auf solche Liebe des Vaters ihn nicht lieben, dem durch die Liebe des Vaters vorbereiteten Erbe keine Beachtung schenken, zügellos leben und zielstrebig dem Verderben entgegeneilen. Jede Sünde aber ist, denkt daran, Tod für die Seele, weil sie die Seele mordet, weil sie uns zu Sklaven des Teufels, des Menschenmörders macht, und je mehr wir der Sünde dienen, umso schwerer ist unsere Umkehr, umso sicherer unser Verderben. Fürchtet also mit ganzem Herzen jede Sünde. Wenn dein Herz sich zum bösen Trachten neigt und der Böse, wie man sagt, beginnt dein Herz zu unterspülen, damit es sich völlig vom Stein des Glaubens löse, dann sage dir selbst innerlich: Ich kenne meine geistige Armut, meine Nichtigkeit ohne den Glauben. Sprich, ich bin so nichtig, dass allein durch den Namen Christi ich lebe, Ruhe finde, mich freue, mein Herz weit ist, doch ohne ihn bin ich seelisch tot, in Unfrieden ist mein Herz auch eng. Ohne das Kreuz des Herrn wäre ich längst Opfer des ärgsten Kummers und schwerer Verzweiflung. Christus erhält mich am Leben, das Kreuz ist meine Ruhe und mein Trost.